Guck noch, Macht mal, Freunde, herzlich willkommen zu Sydneys Video. Zu einem neuen Video auf dem Kanal. Es ist gerade, sage und schreibe, 6.05 Uhr. Ihr seht schon im Titel, es geht nach L.A. Mit dabei und gerade hinter der Kamera ist unsere Nummer 1 auf Molle. Molle! Kalle. Und dann hört ein neues Lied. Aber nackt. Ja. Ich bin im Video. Ja. Check mal, wir werden wieder eine coole Reise haben. Deswegen check deine Videos ab, check den Content ab, der kommen wird. Ich nehme euch hauptsächlich hier mit und auf Snapchat. Frage ich mich wohl, warum auf Snapchat? Das frage ich mich wohl. Ist das, Geht auch gerne rüber auf Snapchat, sydney.ewk, da habt ihr mal so Real-Life-Updates, so, also in Echtzeit so, genau. Und sonst kommen hier ein paar coole Videos oder falls ihr irgendwas sehen wollt, lasst uns wissen, schreibt in die Kommentare. Wir müssen jetzt los zum Flughafen, dann verpassen wir unseren Flug. In dem Sinne, macht's gut, ciao. Wir sind jetzt beim Flughafen. Squad, by the way. Wir fliegen mit Mord, Dorian, Calvin und ich. Und dann mach mich so auf Fresh Kalle. Also irgendwas so. Ja, geht auch direkt nach LA, oder? Alter. Ich frag doch nur. Kristalle, deshalb nämlich. Hab ich gar nicht gewusst, ne? Das ist so krass. So auf Fresh Kalle. Alter. LA, ne? Also, ey, lass mal in Amerika deine Musik den Leuten dort zeigen. Boah. Nein. Ayo, I'm a musician. What the fuck? What the fuck? What the German fuck is this? Oh, hell no. Ist auch ein Wunder, dass wir überhaupt fliegen, ne? Wir hatten es schon mal vor einem Monat oder so, da war es auch schon. Digga, ich will gar nicht wissen, was so kurzfristig so Tickets und sowas kosten, ne? Ich war schon mal, in LA war ich noch nicht, ich war in Miami, ich war in Nashville, ich war in ein, zwei andere auch noch, glaube ich. Schon kurz davor und wir hatten bis gestern noch nicht mal einen Flug, keine Unterkunft, nichts. Ja. Und ich dachte so, weil ich bin immer der, der sich um alles kümmern muss, so organisieren muss. Ich frage so, sollen wir nach Orlando gehen für NBA-Match oder nach New York oder so? Keine Antwort die ganze Zeit, Bruder. Aber es hat alles geklappt? Ja, jetzt im Endeffekt haben wir es doch irgendwie hinbekommen. So. Und Rojo hat das Airbnb. Rod hat was gebucht erstmal. Ja. Glückwunsch, Rod, stark. Sonst wäre ich nicht gekommen, du Arschloch. Mach auf was. Ich will eigentlich eine Uhr haben, weil ich habe keine Watch dabei. Ich habe kein Missgame. Nein. Welche denn? Dem Stand hier, Bro. Ich hab schon ein paar Uhren von denen. 44 Euro kostet so eine Uhr? Alter. Sick? Ja. Also dann ganz. Nein. Dann ganz. Bitte. Dann ganz. Sieht die gut aus? Vor, dass sie denkt sich auch, bist du 10 Jahre alt oder was? Sie denkt sich auch gerade in ihr Kopf, was passiert dir gerade? Ja? Dann glaub ich nicht. Einfach ja sagen. Es ist jeder Geschmack. Ich bin klein und ich mag große Uhren. So, groß mal kleine Uhren. Was meinst du gerade nochmal? Dass das komisch und seltsam aussieht. Sie will keine Leute verurteilen, aber das sieht komisch und seltsam aus. Nice. Danke. Freunde, und hier haben wir schon die EM-Statue. Ich komme heute nochmal nach dem Spiel live, ja, safe. Also ich glaube, ich werde das Spiel gucken und danach nochmal live kommen. So mäßig. Der EM-Pokal. Ja, man merkt richtig, das Land ist im EM-Fieber. EM-Fieber geht jetzt langsam los. Die erste EM im eigenen Land. Schreibt mal in die Kommentare, wer ist noch so geil? Ne. Hä, was? Frankfurt oder ja, wir haben Lila von UCLA. So, jetzt ist der Flug nach Frankfurt. Es ist jetzt 8.15 Uhr. Ziel ist es einfach, nicht zu schlafen, weiter durchzumachen. Und damit wir gleich für den langen Flug, wir fliegen gleich 11 Stunden, da hoffen wir so lange wie möglich schlafen. Ich bin aus Versehen eingepennt, Digga. Ich hab auch wie eine 1 geschlafen. Ehrlich? Ja, Mann. Ich konnte nicht mehr, ich schwöre. Cool, einfach aussehen. Immer Los Angeles. Wenn man alles aussuchen könnte hier, würde den nehmen. Oder nach. Bei welchem? Oder den. Roji and Moji ist da. Yeah. Das Skinny Bitch, das Skinny Brackers, wir sind bitte Bracker. Was geht, meine lieben Freunde? Wir fliegen jetzt 10 Tage nach LA. Hast du Bock, Roach? Hä? Hast du Bock? Ey, Rod hat's Airbnb gebucht, Mann. Ey, ich schwör gut. Geil gemacht, Digga. Geil. Und er hat mir gerade vorgeschlagen, was für ein Auto wir nehmen können. War sogar günstig. Mit einem Angebot. Hä? Was ist hier los? Ja. Ja, ist gut. 80 Euro, mir ist gut. Normalerweise wir zahlen 400 pro Tag. Hat er mich angelächelt. Rod geisteskrank abgenommen, ich schwöre. Rod geisteskrank abgenommen.
Wirklich fett Respekt. Der hat irgendwie, irgendwas hatte der. Meine Hautfarbe, ne? Oder der wird so scheiße in diesem Flieger. Kann sein, ich bekomme so Bauchschmerzen, Durchfall. So, weil es wundert, wie es hier aussieht. Roger und ich. Was ist hier? Wichtiger ist, dass man seinen. Ist egal, ich sag mindestens Hin- und Rückflug für eine Person. Was schätzt ihr? Safe 4-5K? Ja, oder ist ja das. Für eine Person. 10K? Nein, tschüss. Ich sag auch so 5-6. 5-6, sowas? Ja. Sitz hinlegen kann. Also, du kannst hier im Bett machen. Mit Kopfkissen, Decke. Und das ist das Wichtige. Und ich hab eine. Ich sag euch ganz ehrlich, viele werden es jetzt verurteilen, aber ich sag euch ganz, ganz, ganz ehrlich, so eine Flüge, die lang sind, ich kann die nicht mehr fliegen. Also auf normalen Plätzen, ich kann nicht mehr, wegen meinen Knien. Wenn ich so eine Flüge nochmal mache, wo ich so 13, 14 Stunden unterwegs bin, keine Chance. Bruder, meine, wenn ich so eine Strecke fliege, wenn ich ankomme, meine Knie kannst du wegschmeißen. Ich habe das einmal gemacht, wo ich zu Hani geflogen bin, vor meinem Meniskus sogar. Es hat so krass weh, also ich habe so Schmerz, ich habe 2 Tage danach konnte ich nicht laufen. Weil ich so Schmerzen hatte, weil ich die ganze Zeit so saß. Oder irgendwie mit Beinfreiheit, wenigstens. Also bei mir liegt es nicht daran, weil ich denke, ich bin besser und ich muss irgendwie, keine Ahnung was, sondern weil meine Knie einfach so im Arsch sind. Ich habe jetzt 20 Minuten oder so geschlafen. Und den ganzen Schlaf werde ich jetzt nachholen, hoffentlich. So, auf uns, ne? Ach, Stößchen. Schön. Alter. Kalle Story. Puh, die habe ich auch gesehen, ey, wallah. Koopa, steckt euch eure Business Class in euer Arsch. Eine ganze Reihe für mich. Ich hatte das auch mal, dann ist eine Frau gekommen. Eldos weiß es. Eldos, falls du diesen Blog hier gerade schaust, ich kann es nicht erwähnen. Aber was war denn mit der, Frau? Aber. Hattest du keinen Platz? So, da kam auf jeden Fall eine Frau und da mussten wir ganz schön sitzen und saßen so eng nebeneinander. Warum? Ich weiß nicht mehr warum. Aber wir hatten auf jeden Fall eine ganze Reihe von uns. Und das hoffe ich jetzt für ihn auch. Ich mache jetzt mein Bett. Ich kann jetzt schon fast ein. Boah, ist schon krass, aber ja, so ein Business, Digga. So, das ist leider der Bruch. Es ist jetzt 20:47 Uhr. 13 Minuten beginnt Champions League. Das geht nicht. Das Internet ist zu schwach. Ich habe das erste Mal, dass ich was esse. Boah, schon krass, ja. Im Flug über. Die ganze Zeit geschlafen. Fliegen noch 1 Stunde 50. Und wir verpassen einfach genau das Spiel. Das ist so scheiße. Ich habe nicht daran gedacht, weil wir halt so 11 Stunden fliegen. So. Man denkt daran nicht. Wir sind um 13 Uhr losgeflogen. Nee, um 8 Uhr sind wir losgeflogen. Naja, aber Flug, ich schwöre, Flug ist so entspannt. Wie entspannt? Ja, ja. So cool. Wir sind noch 2 Stunden oder 1 Stunde. So chillig. Wir kommen jetzt an, denn es ist 13 Uhr. Wir können leider kein Auto mieten. So, ich sage immer, Geld macht zu einem bestimmten Grad glücklich, aber diese Glückseligkeit kannst du auch ganz anders erlangen. Oder von innen, die Glückseligkeit bekommst du durch ganz andere Sachen. Aber es kann dich erleichtern, es kann dich beruhigen, genau, das macht halt Geld, ne? Weil wir alle keinen Führerschein hier haben, Tori kommt erst am Donnerstag, Kalle, Rort und ich sind alle lost, Kalle hat seinen vergessen, ich habe meinen verloren vor kurzem und Rort ist einfach nur fett, ja. Deswegen sind wir jetzt erstmal mit Roller unterwegs wahrscheinlich. Das ist so schön, dieses Zeichen. Wie war euer Flug? Mies cool. Natürlich. Ja? Cool ist entspannt. Meine auch, ja. Meine auch? Ja. Ja, okay. Ja, war ehrlich. Geschlafen? Ich hatte die ganze Reihe für mich. Wie lange hast du geschlafen? 4 Stunden. It's alright, it's alright. Wir haben synchron 5 Stunden geschlafen. So, und jetzt geht wie immer Zittern los. Und mittlerweile, Bruder, mein Vater wohnt in New York. Du sagst es, Bruder, nach Gesundheit. Wenn du Gesundheit nicht hast, schwer. Ich bin schwarz. Eigentlich muss ich keine Angst haben, nicht reinzukommen. Ich hab trotzdem Angst, Mann. Hast du noch Angst? Nein. Nein, mein Name ist Calvin Thomas. Calvin Thomas, von Oregon. From Oregon. Wie, Digga, aus deinem Auge? Buffalo Soldier. Ich bin normal geflogen. Guck mal, wie frisch ihr aussieht, weil ich bin normal geflogen. Ja, wir sehen wirklich top aus, ne? Ich sehe so gebumst aus, Digga. Das ist normal, wenn man noch... Dein Auge ist komplett rot, dein eines. Was hast du genommen? Nix, hä? Rort und ich war richtig schnell durch und Kalle, ich dachte, der wird gepackt, ne? Nein, Digga, wir haben 20 Minuten gefühlt dann geredet, aber nicht irgendwie um die Einreise oder so. Der hat mein T-Shirt gesehen, dann haben wir 5 Minuten über Drake geredet. Auch über Kendrick Beat? Nein, darüber nicht. Und dann habe ich erzählt, dass ich unbedingt zu Raising Cane's will
Und der meinte so, und dann haben wir uns 10 Minuten über Raising Cane's unterhalten. Der meinte, du musst das mit der großen Soße nehmen und so. Dein Chicken rein. Das hier? Ja. Digga, so eine Gespräche liebe ich, aber ich schwöre. So, so, wir sind durch. Wir sind drin in L.A. Wir sind drin. Wir haben es geschafft. Wir müssen jetzt unsere Koffer holen. Ich hoffe, alles kommt an. Dann müssen wir nochmal Geld umtauschen. Dann gehen wir auch schon zum Haus. Und du verdienst das auch. Kalle war ja schon oft irgendwie mit, ne? Ja. Also wir waren bis jetzt zweimal in Miami. Zweimal in Miami, ja. Eine Pipo. Wir wollen immer nach New York und L.A. Aber ey, Junge. Das erste Mal in L.A. Ich schwör, ich bin so gehypt. Das ist unfassbar, ne? Das erste Mal, ey. Weißt du nicht einfach mehr? Bruder, diese Kopfhörer sind einfach gut, glaube ich. Musiker? Wunderbar. Ich bin so gehypt, Digga. L.A. Das ist so geil. Musso, alaikum salam, nasses sind. I.M. Sanders ist in John and Benem. Rosh Geldenis. Essen. Raising Cane's. So, Oma ist da. Wohin? Hause. Airbnb abchecken. Ist hier immer ein bisschen stressig, ein Uber zu bestellen. Hier ist so viel Traffic, Digga. Ich glaube jetzt allgemein, wir fahren jetzt auch wieder 45 Minuten, weil L.A. ist riesig. AirPods Max, genau. Und Verkehr ist auch Boden gut. Ich kann jetzt zum ersten Mal die Stadt, ich freue mich mal. Ich wollte gucken, wann jetzt NBA hier ist. Es ist einfach jetzt. 16 Uhr, Cleveland gegen Boston und um 18:30 Mavericks gegen Thunder. Übercool. Also, dass ich um 3:30 Uhr übercool, Digga. Darauf warten muss. Wie geil ist das? Also es ist gerade so 1 Uhr bei uns zu Hause. Es ist Playoffs in normaler Zeit. Geil. Wir gehen, also by the way, stelle ich mir wieder auch die Frage, da L.A. nicht weiter ist in den Playoffs und kein Team aus L.A. da ist, deswegen gehen wir auch nicht zu Playoffs spielen. Die coolen Städte sind eigentlich alle rausgeflogen, leider. Orlando war meine letzte Hoffnung. Orlando ist leider auch rausgeflogen gegen Cleveland. Deswegen, ich wollte eigentlich nach Orlando nach 5 Tagen. Nee, ist kein Onkel Kief. Onkel wurde nämlich auch da und ich wollte die besuchen. Aber Rod will nicht. Einfach Onkel Kief, Digga. New York Knicks ist das Einzige, aber die spielen gegen Indiana Pacers. Das ist eigentlich nicht so interessant, glaube ich. Ja, Madison Square Garden wäre einfach cool gewesen. Aber wir chillen jetzt einfach hier 10 Tage. Wie scheiße ist das? 12 Uhr. Morgen. Ja, mal so viel Bayern. Nice. So cool. Wir gucken einfach Bundesliga-Konferenz. 36. Um 6:30 Uhr. Morgen 6:30 Uhr. Bundesliga, ey, wo zum Abstieg geht und so. Ja. Ja, Kim, ich komm schon. Der Hund für einen Biatz. Digga, die Sache ist halt, Sydney passt da halt übertrieben rein, ne? Sid passt halt übertrieben nach Amerika, so. Safe. Oh mein Gott, guck mal die Straße an, schön. Ja, crazy. Was? Warum möchte ich? Nein, weil sein Lifestyle, sein Style, deshalb passt er da so rein. Weil er es liebt, merkt man doch, guck mal, wie sein Herz aufgeht, wenn er in Amerika ist. Ich bin auf dem Weg zu 7-Eleven kurz. Wasser holen. Er sagt, guck mal die Straßen allein an. Daran merkst du es. Adapter, Deo und so Scheiß. Wusste nicht, dass es so Chinesen in echt gibt. Guck mal, diese Flaschen, guck mal das hier. Die sind mit zwei Reihen und so. Das ist geil. What's up, how's it going? So, kann sein, 7-Eleven, most verkrackteste Laden der ganzen Welt. Ehrlich? Ja. Aber der hat irgendwie alles, oder? Die sind immer Crackies. Also in L.A. Thailand-Meter. Digga, was ist das denn? Ich sag euch ganz ehrlich, so mal, viele haben ja Vorurteile wegen dieser politischen Sache und sowas, aber ich war dreimal, glaube ich, jetzt schon in Amerika gewesen und ich muss sagen, so die Menschen dort, sehr, sehr, sehr korrekt, sehr freundlich. Ich finde Amerika sehr, sehr schön. Auch die Menschen, die dort leben. Sag ich euch ehrlich. Herzstillstand. Oder nach diesen Dingen ist wirklich Herzstillstand. Stell das mal neben den Kopf. Alter. Alter, wie ist das? Tut euch das bitte nicht an. Wir haben uns gerade Wasser genommen. Sag mal deins? Ja. Ja, was drückt Kalle gefeiert, aber auch was drückt. Was drückt man Sydney in die Hand? 100%. 7-Eleven Eigenmarken. 100% recycled bottle. Willst du was? Was oder nicht, Digga? Ja, okay. Was ist das? Das ist wirklich... Weißt du, wie das reinknallt? Digga, wir sind nicht auf Balle. Ich schwöre, wenn da sowas ist, ne? Geistlang ekelhaft. Also das müssen wir eigentlich mal als Bestrafung machen. Verrückte Chicken Wings und so schon fertig. Dann natürlich. Boah, Digga, wer nimmt, aber jetzt mal ernsthaft, wer nimmt sowas? Natürlich auch wieder das Problem, es gibt kein Leitungswasser, was man trinken kann. Deswegen müssen wir uns Wasser holen. Am besten sogar noch mehr, ne? Das reicht nicht. Was sind hier für verrückte Ecken immer? So mit Slushs und Slurps und Big Burps. Bruder, was ist das? Was ist das? Kaffee, glaube ich.
Hier ist irgendwas, ein Eiskaffee oder so. Nochmal. Hier ist auch nochmal irgendwas. Also, Digga, Amerika ist so anders im Vergleich zu uns. Bei uns gibt es maximal so eine Maschine bei Dings, KFC oder so, wo man so aussuchen kann. Pepsi, Cola, Wasser, Abtisch. Das smells good. Can I give me the extra food? That smells good. I don't want it. Lass dich, Digga, wir werden dich am ersten Tag schon Stress haben. Digga hat auch unsere Nummer gefragt. Wir meinten, yeah, you like us, right? Okay, give me my Instagram. Thank you. Bye. End der Geschichte. Wir haben unsere Adapter, die wir so haben wollten, haben wir nicht bekommen. Wir sind arm. Digga, werden wir Schlüssel kaufen? Was ist denn drin? Hallo. How much for one key? Which one? Weird. This one, how much? Aber den kann man gar nicht benutzen. $5? Maybe I'll come later, bitch. Digga, wie siehst du aus? Das ist so müde. Alter. Digga, dein Auge leckt. Ehrlich? Bruder, was ist mit deinem Auge? Kann ja sein, Bindehaut, ne? Bindehaut? Was heißt das? Ja, weg von mir. Boah, stimmt, Digga. Das ist sogar ansteckend, ne? Ja, Digga. Was geht erst an? Was heißt das jetzt, mal ehrlich? Weg von mir. Ach! Aber kann auch sein, dass nur eine Ader geplatzt ist. Bruder, das ganze Auge ist rot. Das ist nicht nur eine Stelle. Es geht gerade Basketball zu Ende. Der Botschafter. Und danach gehen wir kurz was essen. So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg zum Burgerladen. Burger Review seht ihr bei Roji, dem Herrn. Der hier ist Rappel. Ne, er ist nicht rappelfeuer, er ist tot einfach. Er ist komplett dead body repo. Ich hab blinde Haut dazu. Blinde Haut. Weiß ich, was das ist. Ich bin eigentlich noch relativ fit. Ich guck gleich Mavs gegen OVC, Game 1. Da freue ich mich. Und jetzt, endlich essen. Ja, ich hab so Bock. Und wir müssen noch SIM-Karten holen, stimmt. Immer das Erste, was wir machen, wenn wir im Ausland sind, SIM-Karten holen, damit wir keinen Stress haben. Immer unlimited Internet für 10 Tage, irgendeine scheiß Prepaid-Karte, yalla. Wir haben ja jetzt noch kein Auto, weil Dori noch nicht da ist. Deswegen sind wir ein bisschen mit, wir wollen nicht mit Uber unterwegs sein, sondern eher mit Roller und so, dass wir ein bisschen die Vibes catchen hier noch. Es ist jetzt gerade 18.30 Uhr, noch relativ warm. Rein Dias, Quatsch, Digga. So, wir sind jetzt da, wir haben uns gerade gewundert, ob er so dreckig es sieht. Digga. Er hat einfach keine Kappe gehabt. Er hat bei mir keine Schutzkappe gehabt. Er hat keine, diese Kappe da. Guck mal hier. Das hab ich noch nie gesehen, ne? Digga, das hat auch die ganze Zeit an meine Wade gespritzt. Wir gehen jetzt endlich essen. Ich hab so Hunger. Das Ranking wird bestimmt sehr gut ausfallen. Ich bin sehr gütig gerade. Boah. Kann sein, wird 10 von 10. Ohne überhaupt zu essen. Naja, einfach durch Geruch. So, Sid, was machen wir hier? Rat mal. Gucken wir jetzt Basketball hier, Digga. Unglück Basketball. Scheiße, NBA. Zu Hause keine Schuld. Wie scheiße. Wir waren gerade essen und es war lecker. Und ich will noch mehr essen. Check das Video. Fettsack, Alter. What up? Aber ich glaube, es wird so um 23 Uhr schlafen. Ja, aber ich sag, 22 Uhr nochmal kurz hungrig bekommen. So, wir sind jetzt im Gartenbereich. Wir zu Hause. Wir wollen jetzt NBA gucken und das Ganze machen wir im Jacuzzi. Ja. Wenn wir schon mal einen Jacuzzi haben, dann nutzen wir den auch. Roji ist hier drin. Wir gucken jetzt zweite Halbzeit. Mavs gegen OKC. Es ist einfach noch 19 Uhr oder so. Wir sind tot. Es ist halt normalerweise für uns jetzt gerade 5 Uhr nachts, müsst ihr euch denken. Aber wir müssen noch wach bleiben, noch so 5 Stündchen oder so, damit es Sinn macht. Ich finde persönlich ist gar nicht so schwer mit Jetlag. Ich hatte noch nie so wirklich Jetlag, weil ich immer einfach erste Nacht dagegen ankämpfe, durchmache und fertig. Mach das Wasser wieder warm. Kalle! Digga, die sind so dumm, ey! Warm! Geil, wie schön das Haus aussieht so. Kalle, mach warm! Mir ist kalt! Kann man denn sein Handy hinlegen? Wie kann man Kalle, denn hier reinspringen? Kalle ist gerade ins Wasser durch die Druckwelle, die entstanden ist. Das Rohrs Handy. Das in passt. Dem Pool geflogen. Bitte! Tschüss! Reinspringen! Kalle, nee! Kalle ist gerade ins Wasser gesprungen und durch die Druckwelle, die entstanden ist. Das in passt. Dem Pool geflogen. Bitte. Tschüss. Digga, Kalle macht auch mit Absicht, Digga. Aber hält doch aus, oder? So kurz Wasser? Nein. Soll ich machen? Mit Mann. Und hier läuft die ganze Zeit ein Hörspiel, Digga. Das soll gerade schon drin. Das wird nichts. Ja, oder? Ja. Junge, geh doch rein und holt es doch, nein, hä? Das ist nicht. Doch. Warum holen die es nicht raus? Ey, Bruder, bitte. Digga, wie kannst du so entspannt bleiben, Rod? Check ich nicht, warum die mit dem Ding das da machen. Junge, das ist Wasser, dich bist du blöde? Ich hab damit eine Stunde unter Wasser gechillt und so. Eine Stunde? Du gemacht unter Wasser? Bist du eine Meerjungfrau? Du musst von unten richtig reindrücken. Ja, und dann damit das rüberfällt. Yeah. Bro, ain't got a plan.
Flip, oh mein flip. Gott, oh mein Gott! Oh no, nein! Why are you doing this? Yeah! Warte! Yeah! Digga, so dumm, aber trotzdem lustig. Oder das voll zerkratzt, glaube ich jetzt aber, ne? Oh mein Gott, stimmt! Nee, oder? Digga, das ist voll. Nein, oh mein Gott! Hä? Boah, es ist so kalt, oder? Okay. So, hab ich noch geduscht, etc. Bin ganz schön im Arsch. Versuche noch, so gut es geht, wach zu bleiben. Dann morgen früh aufzustehen und den Tag nutzen. Wie gesagt, eher so ein chilligerer Urlaub. Schön, mach doch direkt, war ohne Sinn. Sport machen und so, Rot, ich kann da eher nicht. Gesund ernähren. Oh mein Gott. Hoffentlich, beziehungsweise nicht zu viel Scheiße fressen. Ja, so eine Sachen stehen im Vordergrund. Alle, die bis zum Ende geschaut haben und Bock haben auf Geld, geh mal rüber auf Snapchat, antwortet auf meine letzte... Hallo, lass uns doch rum mit dem Snapchat, mit den Diamanten, mit den Kristallen. Oh mein Gott, will er so Kohle machen. Geht alle rüber auf Snapchat, ist das peinlich. Die Story mit diesem Geld-Emoji, der so macht. Damn, boy! Da so ein Dollarzeichen ist. Ich gebe zwei Leuten 100 Euro. Einfach nur auf meine letzte Story diesen Emote schreiben, damit ich Bescheid weiß, dass ihr von YouTube kommt. Und ihr habt die Chance auf 100 Euro zwei Leute. Und ich glaube, das machen nicht so viele mit, deswegen macht einfach so auf chillig. Deswegen, so, allgemein auf Snapchat, ihr bekommt sowieso Content ohne Ende, ne? Da spam ich Content ohne Ende. Alle, die da sind, wissen Bescheid. Mich stört selber, dass ich so oft dafür Werbung mache, aber es ist nun mal, dort ist mein bester Content gerade. Und da verdienst du Kohle! Sag es! Oh mein Gott, denk da, ich bin so blöde! Olim, deck es auf mit den Kristallen! So, ich starte mal live. So, Kalla, bisschen. Denk der so, ich bin blöde. Handy. Und ich habe mein Handy, womit ich immer Snapchat-Stories mache, gleichzeitig. Und die sind auch aktuell, also zeitlich aktuell, deswegen lohnt sich das da für euch mehr. Da gab es auch schon eine exklusive Roomtour, zum Beispiel. Roomtour-Video kommt aber auch noch. Alles entspannt, lasst hier gerne ein Like da, lasst ein Abo da, damit ihr die weiteren Videos nicht verpasst. Lasst ein Like da dafür, dass wir wieder in LA sind und für euch gerne Content machen, hoffentlich. Ich denke mal, es ist cooler, als wenn wir 10 Tage jetzt einfach zu Hause sitzen. Ich habe mich so oft frei. Nick, ich bin blöder.